viel los und ich weiß, was vor mir liegt, wird schwer. Die Aufgabe so groß, meine Kraft zu klein. Doch zögern macht jetzt nichts mehr. Ich muss hier durch, komm nicht vorbei. Der Kampf wird immer näher. Hab keine Furcht, denn ich bin nicht allein. Du bist immer bei mir her und du stehst. So, jetzt gucken wir mal ein bisschen, was die Leute hier an Bord machen. Wir haben hier verschiedene Aktivitäten. Ich schau mal, links neben mir sitzt der Johnny. Der Johnny. Johnny lernt für seine Uni Philosophik mit dem Thema. Was ist Erkenntnis? Und Grundfragen der Erkenntnistheorie. Ein sehr vorbildlicher, sehr gewissenhafter, sehr fleißiger Student. Die Uni Tübingen freut sich auf solche Studenten. Wir gehen weiter. Mein Name ist Hannes Schmetz, ich bin der Leiter von SAS. Wie man sieht, bin ich gerade im Flugzeug hier mit der Condor auf dem Weg der Recife nach Brasilien. Wir sind mit insgesamt einem 20-köpfigen Team in der Nähe von Recife. Das ist ja einer der Spielorte der deutschen Mannschaft. Wir werden dort einige Fußballspiele haben. Wir brasilianische Fußballmannschaften treffen, aber uns nicht nur sportlich messen wollen, sondern eben etwas weitergeben wollen von der Liebe Gottes, die wir erlebt haben. Wir werden Bibel verteilen, andere Dinge tun. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist die Förderung des Projektes Golgatha. Das ist ein Straßenkinderprojekt in Recife, wo Kinder und Jugendliche aus dem Zirkel von Gewalt und Drogen ausgerissen werden sollen. Wir haben schon seit einigen Jahren gute Kontakte zu diesem Projekt und möchten einfach durch diesen Einsatz und durch Besuch bei Bürgermeister etc. helfen, dass das Projekt weiter gefördert wird, dass ihre Arbeit gut tun kann. Unterstützt werden wir dabei von Mineiro, einem Fußballspieler Brasiliens, der bei der WM 2006 selber im Kader war. Und es wird uns sicherlich auch helfen, dort einige Türen zu öffnen. Als drittes werden wir natürlich auch die WM weiter verfolgen. Sicherlich nicht im Stadion, aber beim Public Viewing. Vielleicht gibt es aber auch den Kontakt zu dem einen oder anderen Deutschen. Wollen wir mal schauen und sind gespannt, was Gott aus dieser Reise macht. Das ist immer wieder ein Privileg, mit Leuten zusammen zu sein, unterwegs zu sein, die ein brennendes Herz haben für Jesus und durch die Gaben, die sie haben, in diesem Fall im Fußball, anderen Menschen zu dienen, selber viel Erfahrung zu machen, selbst gesegnet werden zu werden, aber eben auch anderen zum Segen zu setzen. Was soll geschehen, dass deine Kraft nicht ausreicht? Ich kenne nichts in diesem Leben. Niemand kommt dir gleich und so geht's los. Mein Name ist Andi Scheuermann, ich komme aus Essen oder aus der Gegend von Essen und studiere gerade in Tübingen Theologie. Wir waren gerade im Jugendknast in Recife, haben mit den Jungs dort ein Turnier gespielt, haben für deutsche Verhältnisse gegen Brasilien auch gar nicht so mies abgeschnitten, also Dritter und Fünfter von sechs. Haben die Möglichkeit gehabt, von Jesus zu erzählen, ein Zeugnis weiterzugeben und eine richtig gute Zeit gehabt. Ich glaube, die Jungs haben es wirklich genossen, mit uns zu spielen und wir haben auch Spaß gehabt. Es war einfach ein cooler Einsatz. Ja, ich bin der Christopher Schmidt. Ich bin 23 Jahre noch und komme aus Siegen und studiere da auch. Und wir kommen gerade aus dem Gefängnis in der Nähe von Recife und haben da Fußball gespielt gegen mehrere Auswahlmannschaften aus dem Gefängnis. Wir hatten da die Möglichkeit, unseren Glauben zu bekennen und zu bezeugen und den Kindern oder Jugendlichen, die vor Ort sind, auch ein bisschen was mitzugeben, denen zu erzählen, wie wir überhaupt zum Glauben gekommen sind. Zumindest zwei von uns konnten das machen. Und ich hoffe mal und ich denke auch, dass wir dadurch, wie wir da aufgetreten sind, auch ein ganz gutes Vorbild waren und den Jungs und ihnen gezeigt haben, wie wir es schaffen, in unserem Alltag und unser Leben einfach unseren Glauben einzubauen, dass wir selber ein Zeugnis von dem sind, was der Herr mit uns vorhat. Und es war schon eine richtig coole Sache. Ich denke mal, wir hatten alle eine Menge Spaß und wir wurden auch ziemlich auf und aufgenommen von den Jungs da zum Gefängnis. Und jetzt können wir uns noch ein bisschen stärken danach und hoffen wir, dass die Reise weiter so geht, wie wir das jetzt schon angefangen haben. Was vor mir liegt, wird schwer, doch deine Macht ist groß, also schlage ich an. Ja,
Ja, mein Name ist Sigmar Pauk, ich bin Landesleiter der Allianzmission in Brasilien. Wir sind hier im Levante-Projekt im Nordosten Brasiliens, in Recife. Und wir sind hier mit dem Team, das aus Deutschland gekommen ist. Das Levante-Projekt hat ja auch eine Sportarbeit. Sie versucht über den Sport auch evangelistisch tätig zu sein. Wir haben großes Interesse, Partnerschaften zu gründen und zu machen. Und eine gute Partnerschaft ist halt auch gerade durch über SRS entstanden. So haben wir nun das deutsche Team hier in Recife. Und für die Allianzmission oder auch für das Levante-Projekt ist es eine riesige Möglichkeit, hier in dieser Stadt auch zu versuchen, das Projekt bekannt zu machen. Leute sind sehr interessiert daran, immer wieder Sportler aus anderen Ländern zu bekommen, auch aus Deutschland. Gerade im Rahmen der WM ist das eine super Möglichkeit. Und unser Ziel ist es auch, einfach auch deutschen Spielern, die jungen Spielern, die hier rüberkommen, eine Möglichkeit zu geben, vielleicht auch ein bisschen etwas von Mission kennenzulernen. Und das ist auch so das Ziel. Wir glauben, dass vor allem durch diese Einsätze die Mitglieder im Team auch einfach eine gute Erfahrung machen werden und auch vielleicht missionarisch da einfach Interesse geweckt wird. Und zögere nicht mehr, wenn du stehst bei mir und du gehst. Ich bin stark in dir, du stehst bei mir. Bom dia, Golgata! Wir sind die Condor, sind heute von Frankfurt nach Recife geflogen. Es regnet, willkommen in Brasilien. Aber ich wünsche trotzdem den Jungs von SAS viele Tore, viel Erfolg bei ihrem Projekt. Und ich hoffe, dass ihr bald wieder mit der Condor fliegt. Und ich hoffe natürlich auch, dass sie Weltmeister werden. Am besten beides. Also, haut rein, viel Erfolg, holt die Jungs von der Straße, wir drücken euch die Daumen. Stehst bei mir.